Lieber Herr Auerbach, was werden Sie am Ihren ersten Arbeitstag tun, wenn Sie Bürgermeister geworden sind? An meinem ersten Tag als Oberbürgermeister werde ich durch die Stadt gehen und alle ganz besonders freundlich grüßen und mich über die freuen, die freundlich zurückgrüßen. Was wollen Sie im Austausch mit Kindern und Jugendlichen machen? Zum Beispiel Jugendgemeinderat, Jugendsprechstunde oder Besuch vom Kindergemeinderat? Liebe Mia, frei nach dem Motto Kinder an die Macht würde ich vor allem Ohr für die ganz Kleinen haben und für die Jugendgemeinderätinnen. Mit denen würde ich mich so alle 6 bis 8 Wochen treffen, weil sie, glaube ich, nochmal einen anderen Blick auf die Stadt haben und andere gute Ideen, die seither viel zu wenig gehört wurden. Wie viel Geld hätten Sie gern als Oberbürgermeister? Ich glaube, das ist eher ein Amt, das man macht, um der Würde willen und um den Esslingerinnen zu dienen. Und ich glaube, es ist gut bezahlt. Was denken Sie, was wollen Jugendliche eigentlich? Ich glaube, Jugendliche wollen das Gleiche wie alle anderen auch. Sie wollen Spaß haben und möglichst sorgenfrei leben. Sie wollen Sicherheit haben, einen Beitrag leisten zum gemeinsamen Leben in der Stadt, gemeinsam wachsen und sorglos sein. Und was wäre die erste Amtshandlung gegen den Klimawandel, den Sie unternehmen würden, wenn Sie Oberbürgermeister werden würden? Als Oberbürgermeister würde ich gucken, dass wir genossenschaftlich schauen, wie wir die Dächer mit Photovoltaik ausrüsten können. Weil wenn wir Energie aus der Sonne gewinnen können, dann haben wir ganz viele Probleme mit einem Schlag erledigt. Und wenn wir es dann noch schaffen, weniger Fleisch und Wurst zu essen und vielleicht öfters mal Gemüse, dann wären wir ganz weit vorne. Und ich hätte gerne mehr Blühstreifen und Insekten. Was hätten Sie gerne, wenn Sie Oberbürgermeister sind und über alles bestimmen dürften, um die ganze Welt? Oh Mann, da müsste ich mir, glaube ich, ein bisschen Gedanken machen. Also ich glaube, ich wäre im Sommer dann am liebsten in der Karibik und im Winter irgendwo, wo es auch warm ist. Und wie würden Sie Ihr Büro richten? Das wird knallbunt und granatenstark. Mit einem großen Schreibtisch, dass es Platz hat für alle Sorgen und Nöte, die so in Esslingen sich aufgestapelt haben die letzten Jahre.